So, Mädels, ich hoffe, ich bin online und dass wir unseren Kartenworkshop anfangen können. Bitte entschuldigen die Verspätung. Ich habe ein bisschen gekämpft mit der Technologie und mit Facebook. Und ich hoffe, ihr seid da. Ich musste das Video nochmal starten. Und ja, so ist das halt. dann kann ich dann vielleicht kurz anfangen und euch darüber erzählen, dass ab morgen gibt es 15% 15% Rabatt auf bestimmten Designerpapiere. Ah, okay, jetzt sehe ich, du kannst mich hören. Gut. Danke dir. Also, genau. Es gibt eine Sonderaktion Designerpapiere ab morgen bis Ende, also bis Ende Juli, also bis der 2. August, dann bekommen wir 15% Rabatt auf bestimmte Designerpapiere. Und nur noch bis heute könnt ihr noch die Produkte aus der Auslaufaktion von dem Minikatalog. Da sind nicht mehr so viele Snäppchen dabei, aber es sind noch ein paar schöne Sample-Sets, die ihr noch vielleicht noch aus dem Auslaufliste retten könnt. Ich dachte, für unseren Workshop von heute dachte ich bastle unterschiedliche Karten mit den Designerpapieren, die jetzt, also mit vier von den Designerpapieren oder drei von den Designerpapieren, die jetzt ja, mit Rabatt verfügbar werden. Und wenn ihr noch nicht dabei mitgemacht habt, dann erinnere ich euch, dass ihr alle, also die Bastelkit für alle vier Projekte von heute könnt ihr kostenlos mit eurer Bestellung bekommen. Die Bestellung muss bis 7. Juli abgeschlossen sein, und wenn ihr online bestellt, müsst ihr das Gastgebercode benutzen. Wenn ihr unter 200 Euro bestellt, dann nehmt bitte das Gastgebercode, die ich in der Beschreibung von diesem Video gemacht habe. In YouTube werde ich das dann in der Infobox schreiben, und die Bestellung muss ab 35 Euro sein, dann bekommt ihr diesen Bastelkit von mir so geschickt per Post als kleines Dankeschön. Gut, dann fangen wir erstmal an. Ich habe hier das eine Karte, und das ist eine Karte, die ich nicht gebastelt habe. Das ist eine wunderschöne Karte, dass ich als Teil von unserem Kartentausch zum neuen Jahreskatalog im Team bekommen habe. Die Karte hat Dina gebastelt. Sie hat, ich glaube, ihr findet sie in Facebook unter Hauptstücke. Sie ist sehr kreativ, und sie hat diese tolle Karte gebastelt für uns. Und sie hat das Designerpapier von Hand gemalt dafür benutzt. Und ich dachte, ich lasse mich von dieser Karte inspirieren und benutze sie als Inspiration für die erste Projekt auf unserem Workshop. Das ist auch als Anregung für alle Mädels, die bei dem Kartentausch mitmachen. Wie könnt ihr diese wunderschönen Karten benutzen, außer auch zum Verschicken, zum Zeigen? Was könnt ihr auch damit machen, wenn ihr was Tolles seht und ihr sagt, ach, ich habe dieses Papier nicht oder ich habe den Stempelset nicht? Dann könnt ihr die Karten anderweitig benutzen. Und zwar, ich werde ein anderes Designerpapier benutzen, in dem ich momentan total verliebt bin. Das ist das Designerpapier Fantasie im Symmetrie. Und die ist total, total schön. Es war am Anfang nicht so mein Geschmack, weil das so viele Farben, so viel irgendwie los dabei ist. Aber das ist wirklich sehr schön. Ich habe gerade einen Workshop gemacht zum Karten mit Falltechnik mit diesen Papieren. Die sind einfach wunderschön geworden.
Und ich dachte, ich bastle ungefähr diese Karte mit diesem Papier nach. Dafür nehme ich das Stempelset Große Wünsche. Habe ich auch benutzt für meinen, also designet für den Kartenclub, für den Incolors Club von August. Bin schon dabei. Die Karten sind auch toll geworden und dann dachte ich, ich kombiniere beide Sachen und ja, interpretiere diese Karte neu. Also von das Designerpapier haben wir tolle Farbkombis zu finden. Und ich habe hier zum Beispiel genommen Flamingo-Rot und Aventurin. Das ist eine Farbkombi, die ich genommen habe. Einfach weil, wenn es in dem Designerpapier mir gezeigt wird, dass es zusammenpasst, dann glaube ich einfach und nehme ich das so. Also Dina hat diese tolle Karte gebastelt, hat sie eine Grundkarte in Weiß und einen Aufleger in Papaya. Dann habe ich genommen auch eine Grundkarte in Weiß und einen Aufleger in Flamingo. Dann habe ich das Designerpapier, also dieses Muster genommen. Und das werde ich hier, so wie sie es gemacht hat, einfach aufeinander zusammenkleben. Das Farbkarton ist 10 cm mal 14,3 cm. Und, oh ja, hier ist mein Stampinsil. Und das klebe ich dann zentriert zusammen auf die, auf den Aufleger. Okay, erster Teil ist schon gemacht. Sie hat hier am Enceladon ein Farbkarton. Das war 5 cm mal 8 cm, habe ich gemessen. Da ich meinen Spruch in die andere Richtung stempeln möchte, also das ist diesen schönen Geburtstag, habe ich mir schon teilweise montiert. Ne, so. Schönen Geburtstag. Und das habe ich mir dann eine schmalere Streifen Farbkarton geschnitten. Da brauche ich wieder die gleiche Farbe, die ich dann zu meinen Farbkombinationen benutzen werde, genommen als Tinte. Dann nehme ich den Flamingo-Rot und meine Stempelmatte. Das ist ja ein durchsichtiges Stempelset, die braucht ein bisschen Unterstützung, wenn man stempelt. Und dann nehme ich diesen schönen, schönen, so, schönen, schönen, schönen. Und dann mit dem Tinte in Aventurin werde ich das Geburtstag. Ich liebe diesen Skriftzug. Ihr kennt mich schon. So, solche Skriftzüge begeistern mein Herz. Und so, die Kombination passt perfekt. Das ist dann Flamingo-Rot und Aventurin. Und wie groß ist dieser Papierstreifen? Etwas mehr als 8 cm. Die muss ich abkürzen. Ein bisschen auf 8 cm. So. Und das soll hier auf meinem, genau, auf meinem Farbkarton in Aventurin passen. Und das kann ich hier in meine Aufleger dann einrichten, wie es
besser passt. Ich habe mir auch im Vorfeld eine kleine Schleife zusammengebunden. Die ist auch in Aventurin. Das ist das Tolle bei Stampin' Up. Alles koordiniert, ist alles abgestimmt. Designer, Papier, Tinte, Farbkarton und Accessoires. Und dann habe ich mir so eine zusammengebunden, um ein bisschen diese Idee von Dina zu übernehmen. Es ist schon anders, aber es ist halt von ihrem Design inspiriert. Und was mir so gefällt, ist, dass erstmal muss man nicht so viel, sagen wir mal, überlegen, was mache ich, welche Karte will ich machen, wenn man so eine Tauschkarte bekommen hat. Kann man diese Ideen übernehmen und mit anderen Produkten ersetzen und ja, einfacher kreieren. Die Ergebnisse, glaube ich, sind dann genauso gut wie das Original. Wobei ich muss sagen, die Karte ist wunderschön von Dina und hat mir sehr gut gefallen. Gut, alle Karten von den Tausch waren sehr schön. Ich habe ja versprochen, ich hatte ja letztens meine Karte gezeigt. Ich habe ja versprochen, dass ich nach und nach alle Karten zeige. Und diese ist die erste davon. Wie gesagt, ihr bekommt die ganzen Materialien zugeschnitten und dann könnt ihr auch selber ja, mit anderen Stempeln stempeln und das gleiche machen wie ich. Einfach eine Idee übernehmen und ein bisschen ändern und was Neues zu kreieren, was Neues, Eigenes, die halt sich über eine andere Idee inspiriert hat. So. Das werde ich hier befestigen. Und so ist meine erste Karte für heute fertig. Das sind die zwei Inspirationen. Einmal mit dem Designerpapier. Fantasiensymmetrie, das ist auch ab morgen mit 15% Rabatt und das ist die von Hand gemalt, die auch ab morgen 15% Rabatt hat. Dina hat hier das Stempelset Freundschaftsblüten benutzt für ihre Karte. Sie hat hier den Hintergrund gestaltet mit diesem Stempelset und noch den Spruch mit schwarzer Tinte. Ich habe, wie gesagt, diesen Stempelset schöne große Wünsche genommen und dann mit Flamingo und Aventurin meine Karte gestaltet. Das war das erste Projekt. Ich kann euch dann die nächste Projekt zeigen, beziehungsweise das nächste Designerpapier ist das Designerpapier Pflanzecke. Ich bin total verliebt in dieses Papier. Das ist ja der Fokus von meinem Kartenclub jetzt im Juli. Die Karten sind schon alle gemacht und heute habe ich eine extra Karte, eine extra Inspiration mit diesem Set für euch, weil ich finde es einfach total schön. Was sehr praktisch von das Designerpapier ist, ist, dass es hat so zwei, glaube ich, genau zwei Designs. Das ist bei Bogen mit Pflanzen und Topfe, die man austanzen kann, also drei sehe ich, die man ausschneiden kann mit der Schere, dann, wenn man den Stempelset nicht hat oder nicht haben will, dann kann sich aus dem Designerpapier diese Motiven schneiden
Man kann genauso gut die Karten basteln als mit dem Stempelset. Das Gute dabei, wenn man das Stempelset hat, ist, dass man kann weiterhin basteln, wenn das Designerpapier aus ist. Und da ist ja dazu passen die Stanzformen, Grundpflanzen. Wenn man das zusammenkauft, dann bekommt man einen Sonderpreis, 10% Rabatt. Und wenn ihr das Produktpaket zum Kartenclub bestellt, dann bekommt ihr noch einen Sonderpreis von 53 Euro, wenn ihr zu dem Kartenclub mitbestellt. Also für die Karte benötigen wir eine Grundkarte in weißem Farbkarton, dann einen Aufkleber in weiß, ein Stückchen Farbkarton in Celadon und ein Stückchen von das Designerpapier für die Deko. Das habe ich schon bereits zugeschnitten. Was wir jetzt machen werden, ist das Farbkarton werden wir austanzen. Dafür werde ich die Bordurestanze von der Stanzformen konturiert und koloriert benutzen. Diese Stanzformen sind total vielseitig und mit der Bordurestanze einfach perfekt zum Akzente in den Projekten zu bringen. Also werde ich dann die Stanze so am Rand von meinem Stück Farbkarton legen und dann austanzen. Da bringe ich die Stanzmaschine ins Spiel. Man kann das auch mit der kleinen Moment. Mit der kleinen Maschine kann man das auch stanzen, aber meine Stanzplatte ist so gebogen, dass ich glaube, da könnt ihr mir lange zuschauen, wie ich da kämpfe, die gerade zu halten. Deswegen habe ich jetzt die große Maschine einfach, weil es schneller geht. Und mir hier die Bordüre ausgestanzt. Einfach einen schönen Effekt zu haben. Jetzt kann ich das weiter damit arbeiten. Das Designerpapier klebe ich dann hier. Also ich versuche, dass es hier gerade mit diesem Bordure steht. Den Rest kann ich dann abschneiden. So, dann schneide ich ein bisschen ab von das Papier. Das ist hier so wie 4,5 Zentimeter. Dann kann ich das so ungefähr zur nächsten Linie schieben, weil ich will ungefähr halbe Zentimeter abschneiden. Und so kann ich, genau, es ist egal, ob es hier zu kurz ist, das wird man danach nicht sehen. Aber so bin ich dann sicher, dass das gerade mit meiner Bordüre ja, passt. Also Kleber in mein Designerpapier. Das ist Teil 1 von meiner zweiten Karte. Erstmal diese Bordure-Deko zu machen. Ist doch toll, oder? Also ich finde total schön. Ich kann euch einfach nur empfehlen. Ich habe mir schon die zweite ja, von diesen Stanzen gekauft, weil ich die einfach so viel benutze. Die
Ist einfach schneller, wenn man zweimal durchkurbelt. Also das wird hier meine Aufleger dekorieren, aber bevor ich das befestige, werde ich dann stempeln. Und zwar werde ich diesen grünen Pflanze, also ich kenne mich nicht aus mit Pflanzen, deswegen müsst ihr entschuldigen, dass ich die Namen nicht kenne, aber ich werde diesen grünen Teil von der Pflanze dann stempeln, und zwar mit Lodengrün. Wie gesagt, ich schaue ich immer gerne die Farben, die hier vorhanden sind in der Designerpapier, um meine Farbkombinationen zu entscheiden. In diesem Fall ist ganz einfach, Lodengrün und Celadon sind beide Inkolors und die passen perfekt aufeinander. Und dann sind auch die Fokus hier. Wieder meine Stempelmatte nehmen. Pflanze, das brauche ich hier so als Referenz. Und werde mir meine Pflanze hier so ungefähr mittig stempeln. Direkt auf den Aufleger, und Tanja hilft mir regelmäßig mit den Vorbereitungen von meinen Workshops. Sie macht die ganzen Austanzen, und letztens hatte sie noch diesen Teil ausgeschnitten mit der Schere. Ich fand es so schön. Sie hat es ausgeschnitten, ja, einfach aus Spaß, und hat es hier gelassen. Und ich dachte, guck mal, das passt doch perfekt hier. Ich wollte eigentlich meinen Topf stempeln und austanzen. Habe ich eigentlich schon gemacht, weil ich mag besonders gut diese Schattierung von den Stempelset. Das finde ich schön. Das ist unterschiedlich aus dem Designerpapier. Aber ich fand diese tolle Kombi so perfekt. Ich dachte, ich lasse das. Ich mache so mit diesem Teil, die Tanja ausgeschnitten hat aus dem Designerpapier. Das ist hier so ein Bogen voll mit Pflanzen zum Ausschneiden. Ausschneiden? Zum Schneiden auf jeden Fall. Und hier noch weitere mit der Schere schneiden oder den Hintergrund benutzen. Das ist das, was wir jetzt benutzt haben. Die sind einfach toll, die Papiere. Das ist auch schön. Kann man so oder so benutzen und direkt darauf stempeln. Wieder hier noch einen tollen Hintergrund. Einfach ein tollen Designerpapier. Ich mag diesen Teil auch besonders gut. Sehr schön. Hier wieder eine Pflanze fast ausgeschnitten. Also toll, toll, toll. Dann werden wir diesen hier benutzen und kleben wir mit Dimensionals. Ich habe hier große Dimensionals und Mini Dimensionals, weil das sind ja passen in diese kleinen Ecken. Eine schöne Karte, sagt Michaela. Danke schön. Ich bin voll schlecht, heute an den Kommentaren zu lesen. Dadurch, dass ich so mit dem Facebook gekämpft habe, vor dem Start, dann war ich wohl irgendwie außer mir. Aber so langsam komme ich wieder zur Ruhe, und dann kann ich mit euch dann gemütlich basteln. Gut, jetzt kommt mein Gruß, und hier gefällt mir auch wieder den Schriftzug, deswegen habe ich die auch gekauft. Aber diesen Teil habt ich lieb. Und von ganzem Herzen möchte ich dann kombinieren. Die sind zwei unterschiedliche Stempel. Die habe ich schon montiert in meinen Acrylblock. Einmal hab dich lieb. Kann man doch an gute Freunde immer sagen. Hab dich lieb. Hier.
Ich habe natürlich nicht aufgepasst, dass ich das gerade gestempelt habe, aber hoffe, dass einigermaßen das klappt. Und jetzt mit den Celadon von ganzem Herzen. Hoffentlich auch gerade hier unten. Ach, da habe ich Flex gemacht. Und das Problem ist, was ich euch immer warne und heute nicht gemacht habe. Erstmal stempeln und dann kleben. Da habe ich das schon geklebt. Hätte ich das nicht gemacht, kann man das noch umdrehen. Wir können es versuchen. Zum Glück habe ich das noch nicht auf die Grundkarte geklebt. Dann kann man dann noch versuchen, alles zu retten. So, zweiter Versuch. Nichts passiert, niemand hat was gesehen. Das wird hier so. Tralalala. Jetzt, ich möchte einen Pflanzenstempel. Hier. Ungefähr mittig. Das ist das Schöne von Basteln. Dann kann man alles wieder reparieren. Hoffen wir eigentlich, dass ich diesmal richtig stempel. Ich muss mal meinen Stempel am besten wieder putzen, so dass ich diesen Fleck nicht wieder bekomme, was ich vorher bekommen habe. Es kann jeder passieren, dass man manchmal zu viel Tinte nimmt oder so doll an den Papier druckt mit dem Stempel. Aber es ist alles kein großes Problem. Ich brauche meinen Topf nur als Referenz, will ich gucken, wo das liegt. Und jetzt versuchen wir wieder das gerade zu stempeln und möglichst keine Farbflecks zu machen. Da nehmen wir Celadon für den zweiten Teil des Grußes von ganzem Herzen. So. So, jetzt kein Flex. Sieht gut aus. Jetzt kann ich meinen Topf befestigen und die Bordüre kann auch jetzt befestigt werden. Nehme ich jetzt mal den Jumbo, weil irgendwie habe ich meinen Stamp-Pinsel irgendwo weggelegt. Ah, natürlich. Jetzt habe ich gefunden. Aber passt schon, das klebe ich hier bündig an den Aufleger, auf den Rand von den Aufleger. Und so ist das schön. Aber jetzt müssen wir das auf der Grundkarte befestigen. Die kam so mit dieses Ding so von Stampin' Up, aber das verstecke ich gleich mit den Aufleger. Ist nicht schlimm. So, jetzt weiß in weiß, da kann man wieder mit Dimensionals befestigen oder direkt mit Ziel Plus. Ich befestige mit Ziel. Oh, jetzt weiß ihr auch, dass ich das vorher falsch gestempelt habe. Aber bald wird niemanden mehr sehen. Okay. Kleine Sekunde. So, jetzt bin ich wieder da. Ich musste nur
kurz Lautstärke in den Nebenzimmer kontrollieren. Okay. So, ist unsere zweite Karte fertig. Wie gesagt, das ist der Produktpaket, das wir in den Kartenclub im Juli benutzen werden. Ihr könnt euch bis 10. Juli dafür anmelden. Alle Infos findet ihr auf meinem Blog. Und ich finde, die Karte kann man sehr gut verschickt werden. Die ist schön geworden. Auch wenn ich das selber nicht sagen darf, aber mir gefällt die Karte total gut. Gut, dann ist die zweite Karte. Das Designerpapier Pflanzecke kann man auch ab morgen mit 15% Rabatt bestellen. Gut, dann sind wir jetzt zum dritten Projekt. Drittem Projekt werden wir basteln mit das Designerpapier in der Wildnis. Das ist eigentlich auf diese Idee bin ich auch durch einen Kartentausch oder einen Karten-Challenge, die wir im Team haben. Die Mädels haben Bilder geschickt in unsere Gruppe. Also ich habe die Karte nicht erhalten, aber da hat Susanne Doll, die hat eine Karte mit diesem Designerpapier benutzt, so eine In-Color-Challenge. Und ich sagte, was? Was ist das für ein Papier? Und sie hat diesen tollen Muster genommen und da hat sie mich aufmerksam auf diesen Papier gemacht. Diese Tieren, die sind halt nicht so meine Stärke. Ich würde nicht wissen, was ich mit diesen Muster basteln würde. Aber mit den neutralen Sachen kann ich schon anfangen. Und die Idee von Susanne hat mich auch inspiriert, das Designerpapier zu benutzen. Das auch ab morgen mit 15% Rabatt. Und ich kombiniere das mit diesem tollen Stempelset Kreativ mit Freunde. Das ist wieder ein Schriftzug, der mir sehr gut gefällt. Ich habe schon einen Workshop für meine neue Teammädels im Juni damit vorbereitet und für den InColor Club im Juli werden wir das auch benutzen. Einfach weil mir so gut gefallen hat, dann habe ich schon 8, 12 Projekte gebastelt und da ja, habt ihr dann unterschiedliche Ideen für den gleichen Set. Jetzt eine neue Idee. Susanne Karte war genauso mit einem Streifen Designerpapier so auf die Vorderseite der Karte. Sie hatte allerdings eine quadratische Karte genommen. Ich habe hier jetzt eine normale Grundkarte und für meinen Gruß habe ich hier ein Stückchen Farbkarton ausgestanzt und ich habe noch in Gelb. Also das ist Currygelb. Das habe ich auch hier die Farbkombi hier gesehen. Currygelb ist hier vorhanden und das kann ja auch hier sehr gut passen. Muss nur noch kurz entscheiden, wie wir das benutzen. Ich habe hier auch so ein extra Etikett, die man benutzen kann. Also von Susanne habe ich nur die Idee zum Papier und dass sie ihre Karte war so ungefähr mit einem Kreis, genau, mit einem Kreis in der Mitte und ja, ich glaube, da gab es so eine Schmetterlinge. Und jetzt meine Neuinterpretation von ihrer Karte wird so ungefähr aussehen. Ich habe es noch nicht fertig im Kopf. Ich hoffe, ihr helft mir mit der weiter basteln. Da können wir zusammen was Schönes machen. Ich habe mir das Du bist wunderbar, ist das, was ich schreiben wollte oder was ich nehmen wollte auf diese Karte. Du bist, kann ich, du bist
Wunderbar, wunderbar. Auf einem Stückchen Papier können wir das wunderbar, das ist Geburtstag, wunderbar, hier habe ich in einen anderen Acrylblock montiert. Dann kann ich das mit Lodengrün stempeln oder mit Curry. Schauen wir mal, wie es wunderbar hier aussieht. Das ist doch toll. Und man kann es halt mit der Schere aufschneiden. Einfach um den Spruch hier. Kann man das wunderbar abschneiden. So. Susanne vorbereitet mit mir den nächsten Workshop zum Weihnachten. Sie hatte schon im Februar mit mir das Stamping Camp im Februar, noch im Mai, das Stamping Camp vorbereitet. Sie wird auch als Gastdesigner wieder im August bei dem nächsten Stamping Camp dabei sein. Und ich freue mich so sehr auf ihre Ideen. Sie hat immer tolle, schöne neue Ideen, also so wie alle Mädels im Team. Und ich mag unheimlich gerne diesen kreativen Austausch, den wir immer wieder haben. Dann bin ich sehr froh und dankbar, dass die Mädels uns ja gesucht haben. Das ist immer wieder toll, die ganze Inspiration von der Gruppe zu haben. Zu genießen, sag ich mal. Weil haben hat man ja nicht. So. Jetzt habe ich das wunderbar. Und ich würde sagen, wir können hier, du bist wunderbar. In Weiß ist dann zu weiß, denke ich mal. Oder was denkt ihr? Weiß oder gelb? Ich bin eher für gelb. Und du bist hier auch mit so Stempeln. Ja, ich würde so machen. Du bist. Und jetzt nehmen wir Dimensionals. Ich nehme die Mini Dimensionals, um diesen Spruch zu, also in diesem Wort zu kleben. Wie gesagt, ihr müsst nicht diesen gleichen Stempelset haben. Ihr könnt den Bastelkit, den ich euch schicke, könnt ihr also einfach mit anderen Stempeln basteln. Oder ihr bestellt das Set und dann bekommt ihr das Bastelkit ja so, also sozusagen umsonst, wenn ihr über 35 € eine Bestellung schickt. In diesem ähnlichen Schreibzug ist auch diesen Freundschaftsblüten, glaube ich, heißen die, die nur noch bis heute bestellbar sind. Oder wie gesagt, diesen große Wünsche haben auch so ähnliche Schriftzüge. Das kann man ja auch hier für diese Idee benutzen. Die ganze Designerpapiere und ausgestanzte Teile bekommt ihr von mir zugeschickt. Also das gefällt mir ganz gut.
Ich werde das, glaube ich, hier so befestigen. Und dann wäre unsere dritte Karte fertig. Genau, gelb. Ja, Michaela, wir sind einverstanden. Gelb ist ein besserer Kontrast. So. Man benötigt ganz wenig Designerpapier, um Akzente zu kreieren, die trotzdem die Karten aufpeppen. Und das ist ja toll. Das glaube ich, machen wir wieder mit Dimensionals. Man braucht nicht so viel Designerpapier. Für manche Projekte schon, so besonderen Kartenformen oder so schon. Aber in der Regel braucht man nur so kleine Akzente und dann ist die Karte schon ganz anders. Das gleiche mit diesen Etiketten, diese bestickten Etiketten, die geben auch ein bisschen was. Die machen die Karte schon irgendwie wertiger, als wenn man nur direkt auf die Karte stempelt. Also mir gefällt gut. Das ist unsere dritte Karte für den heutigen Workshop. Da sind wir jetzt schon bei den diesen drei haben wir jetzt gebastelt. Das war die Inspiration für die erste Karte. Also haben wir 1, 2, 3, 4 unterschiedliche Designerpapiere schon gesehen und benutzt, die wir ab morgen günstiger kaufen können. Jetzt der vierte Projekt, der vierte und letzte Projekt, wird es ein bisschen weihnachtlich sein. Ich konnte es ja nicht nicht weihnachtlich machen. Diesen Designerpapier ist nicht mit Sonderpreis, aber das ist der Designerpapier, die wir für unseren Weihnachten im Juli benutzen werden. Ihr könnt ihr euch nur noch bis 5. Juli anmelden dazu. Wir haben 8 Projekte für euch vorbereitet, mit 2 verschiedenen Produktpakete. Und heute will ich diese 2 Produktpakete kombinieren. Einmal werde ich das Stempelset Immergrüne Eleganz benutzen und das werde ich kombinieren mit der Stanzformen Weihnachtshirte. Das ist dann der andere Produktpaket, die wir nehmen wollen. Und ich zeige euch eine Idee mit diesem tollen Designerpapier. Für meine Grundkarte habe ich Abendblau genommen. Das ist meine Lieblingsfarbe. Also Marineblau und Abendblau sind meine Lieblingsfarbe von Stampin' Up. Dann habe ich hier eine Grundkarte in Abendblau. Dann ein Aufleger. Und dann habe ich ein paar Papierreste. Im Farbkarton, die wir mit diesen tollen Stanzen austanzen werden. Dann werden wir diesen Zweig, diesen zweiten Zweig mit Celadon hier stanzen. Und diese Punktchen, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was diese Punkte machen, werde ich euch gleich zeigen. Benutze ich hier mit Chili. Jetzt werde ich versuchen, mit meinem Mini alles zu stanzen. Es ist ja praktischer. Beziehungsweise handlicher als die große. Aber mal schauen, ob ich das alles gleichzeitig austanzen kann. Zumindest ist ein Versuch wert. Die musste ich hier so. Ach, ich nehme einfach die 2 und dann gleich die nächste.
So. Durchkurbeln. Ja, genau, Michaela. Kleine rote Bälle. Ist richtig. Da musste ich erst mal überlegen, als ich die Punkte gesehen habe. Gut, aber mit den anderen Stanzen gibt es ja auch nicht so viel mehr Möglichkeiten. Aber ja, schön. Jetzt haben wir, wie Michaela sagte, kleine rote Bälle da. Die muss ich die hier aus meiner Platte nehmen. Dann nehme ich so einfach eine Werbekarte, die aus meiner Platte rauskriegt. Und jetzt meine Zweige in Lorengrün. Und von diesen kleinen roten Bären brauche ich einen zweiten Gang. Weil es sind viele roten Bären auf meinen Baum. So. Durch. Und durch. Hier ist mein Zweig. Das. So. Das kann wieder weg. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Die Pick Tool. Brauchen wir unseren Pick Tool, damit diesen rausschieben können. Genau. Gut. Das ist erstmal fertig mit dem Tanzen. Jetzt brauchen wir das Designerpapier. Die müssen wir schneiden. Dann Papierschneider. Und dann nehmen wir unterschiedliche Muster aus dem Designerpapier. Einmal habe ich hier diese Muster. Dann können wir diese Muster nehmen. Und diese Muster, oder? Das habe ich hier gesucht, dann kann ich beide benutzen. Okay, dann brauche ich einfach nur ein paar Streifen. Einmal hier schneide ich einen Teil. Und das werde ich bei 8 cm, 7,5. Versuchen wir einmal 8 cm. Den Rest schneiden wir ein bisschen ab, 1,5. Und dann hier noch bei 7 cm. Und bei 1 cm, 1 cm, bisschen mehr. So, jetzt habe ich diesen Schreibpapierstreifen. Die werde ich hier auf meinen Aufleger zusammenstellen, so versetzt. So. Und jetzt mit meinen Zweigen alles hier zusammen dekorieren.
Die kleinen Wären, die kommen hier auf diesen Baum. Ich weiß nicht, wie das heißt. Dafür nehme ich dann einfach Flüssigkleber und dann mache ich kleine Tropfen hier auf den Baum, Zweig, ich weiß es nicht, wie es heißt. Und fertig. Jetzt mit dem Picktool, mit dem Klebeteil, hole ich mir die Wellen und lege die da, wo der Kleber ist. Diesen Werkzeug ist, glaube ich, einer der besten Werkzeuge, den es gibt. Für den Bastler kann man echt sehr viel damit machen. Ich benutze es jeden Tag. Auch Papiere schneide natürlich, aber das hier ist Leben retten. Wenn ihr es noch nicht habt, dann kann ich euch nur empfehlen, dass diesen Spitze kann man ja wechseln. Das ist auch ganz praktisch, wenn die Stempel kleben an den Acrylblock und da ist noch einen zweiten Teil hier zum Formen des Papiers. Hat einen dünnen Spitze, einen dickeren Spitze. Und das montiert man hier so. Perfekt. Und man kann auch noch dazu einen kleinen Wurste für die Big Shot kaufen. Also um gestanzte Papier aus den Stanzen rauszuholen. Also ganz praktisches Tool. Ja, ich will sie nicht mehr missen. So. Ich muss den umdrehen, weil alle gestanzte Teile haben eine Vorderseite und eine Rückseite sozusagen. Die Vorderseite ist normalerweise ganz glatt, ganz schön. Und die Rückseite kann sein, dass es manchmal so, ja, mit Abdrücke von der Stanz, von der Platte sind oder auch die Schnitt unten ja, nicht so schön aussieht. Deswegen musste ich ja auch meine Wellen umdrehen, sodass die schöne Seite nach oben zeigt. Jetzt nochmal einen kleinen Klebepunkt. Und hier zusammenkleben. Muss ich ein bisschen warten, dass es trocknet. In der Zwischenzeit kann ich mein Designerpapier hier befestigen. Einfach. Ah, Moment, bevor ich das klebe, haben wir ja von meiner zweiten Karte gelernt. Wir müssen erstmal stempeln. Zum Stempeln habe ich hier Abendblau. Und wie gesagt, das Stempel immer grüne Eleganz. Ich werde diesen Gruß benutzen. Ich finde das total schön. Freunde wie du sind das schönste Weihnachtsgeschenk. Ich kann es mir vorstellen, dass ich diese Karte an mehrere Freunde schenken kann. Deswegen kann ich schon mal vorbereiten. Weil ich weiß, im Dezember werde ich keine Zeit oder nicht so viel Zeit haben, um alle Karten mit Liebe und
die Tail zu basteln. Deswegen mache ich das schon mal. Und habe ich dann im Dezember oder November nicht so viel Stress. Okay, jetzt kleben wir. Seht ihr, dass es sich gelohnt hat, nicht zu kleben? Hier habe ich so falsch gestempelt, dann kann ich die Karte oder das Papier umdrehen und nochmal stempeln. Und es ist, als nichts passiert hätte. Dann hier ein zweites Streifen. Hier so ein bisschen versetzt. Hoffentlich sind etwas gerade, aber auch nicht so super schlimm, wenn das nicht so ist. Die da kommt Kleber. Ich glaube, es ist Ende Gelände von denen. Aber das kriege ich noch hier geklebt. Auch wieder versetzt. Und dann, hoffentlich ist das jetzt festgeklebt. Das kommt hier wieder mit ein bisschen Kleber. So, und dann brauche ich noch eine Schleife. Da nehme ich Leinenfaden. Das ist auch in dem Bastelpaket für den Kartenclub inklusive. Also, falls ihr dabei seid, dann braucht ihr nicht den Leinenfaden zu kaufen. Wobei, ich benutze das so viel in so viele Projekte, dass ich mir immer wieder neue kaufen muss. Es ist einfach praktisch. Das Wachstum ist ein schönes Geschenk für Kreative. Da, Michaela, du hast echt recht. Das ist echt ein tolles Geschenk für kreative Leute, diesen Pick-Tool. Das natürlich unbedingt notieren. Wenn ihr kreative Leute kennt, könnt ihr das schenken und dann ihr wird noch mehr geliebt. Kann ich euch versprechen. Ich glaube, meine Schleife hier mit einem Klebepunkt. So. Gut, ich habe lange, lange Schleife gelassen. So ein bisschen festlich. Und hier mit diesen rote, wie heißen die? Basic Straßenschmuck in Rot. Können wir noch hier nochmal mit dem Pick-Tool. Können wir noch ein paar Steine dazu? Ups. Und dann, ja, das kann man vielleicht ein bisschen kürzen. Und dann kleben wir das auf unsere Grundkarte. Hier und ich glaube, es ist leer. Dann nehmen wir Tombow. Nur dünne Streifenkleber, damit es nicht durchgeht. Und hier ist unsere vierte Karte dann fertig gebastelt. Ich zeige euch nochmal alle vier Karten von heute.
Ich danke euch fürs Zuschauen, danke für die Kommentare, für Mitbasteln und ja, ich hoffe, die Karten und die Projekte haben euch gut gefallen. Da habt ihr ein bisschen neue Inspiration bekommen zu den Designerpapieren, die ab morgen besonderen Preis haben werden. Und ja, einfach kreativ bleiben, die Karten gerne nachbasteln. Und wenn ihr das einfacher nachbasteln wolltet, dann möchtet, dann Bestellungen ab 35 € vorzüglich versandt, die bis zum 7.7. bei mir abgegeben werden, entweder online mit dem Gastgebercode, die eingeblendet ist in der Kommentare und in den Beschreibung des Videos oder per E-Mail. Dann bekommt ihr den Bastelkit mit den zugeschnittenen Designerpapiere, ausgestanzten Teilen, Umschläge und so weiter. Und dann könnt ihr zu Hause dann weiter basteln. Vielen lieben Dank und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Rest der Woche und dann sehen wir uns am Sonntag und basteln am Sonntag. Danke, mach's gut und bis nächstes Mal.